Hallo Elektronikfreunde, ich habe hier dieses Netzteil der Firma Heiden geschenkt bekommen. Es ist ein uraltes Netzteil, nennt sich DC Power Supply 1112-32 und hat hier 32 Volt maximal 5 Ampere, also 160 Watt. Aufgrund der Größe und des Gewichts ist es auf jeden Fall ein linear geregeltes Netzteil, also es wiegt ungefähr 8 Kilo. Und von der Seite kann man auch sehen, dass dann fetter Trafo eingebaut ist und auch ein großer Elko, den kann man, glaube ich, sehen. Und ich weiß nicht, ob das Gerät geht. Ich habe es einfach bekommen und werde es einfach mal hier aufmachen. Und ich habe es einfach mal eingeschaltet jetzt, um zu gucken, ob es geht. Also als erstes läuft erstmal ein Lüfter an, relativ laut. Und wenn ich jetzt hier die Spannung ändere. Das ist jetzt hier Feineinstellung, es scheint zu gehen. Grob. Scheint zu gehen irgendwie. Ja, ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich werde das Ding einfach mal aufschrauben und einfach mal zeigen, was da so drin ist. Also hier im Frontbereich kann man eben hier einen Strom einstellen, fein und grob. Dann haben wir hier noch so einen Sense Input. Wir haben hier einen Ausgang plus und minus. Hier rechts ist offenbar Schutzleiter schwarz, was nicht zulässig ist. Normalerweise muss das grün-gelb natürlich sein. Also ich nehme an, das ist Schutzleiter. Aber egal. Gut, also ich schraube das Ding erstmal auf und zeige, wie das dann von innen aussieht. Von der Seite sieht man hier Lüftungsschlitze und das Gerät misst hier insgesamt von der Länge 40 cm. Hoch ist es ungefähr 13,5. Also monstermäßig groß, breit. Es ist ungefähr 22 cm und wie gesagt 8 Kilo. Es sind jetzt hier 4 Schrauben, also hier auf der Seite und auch auf der Rückseite. Die werde ich erstmal lösen und dann nehme ich mal an, kann man die Kappe hier oben abnehmen. Die 4 Schrauben sind gelöst und auf der anderen Seite hat das Gerät hier noch so einen Tragegriff, so einen Kunststofftragegriff. Und jetzt hoffe ich, dass man das auch so hier an der Seite müssen auch noch Schrauben abgemacht werden. Die werde ich auch nochmal abmachen hier. Dann müsste man eigentlich den Deckel hier abziehen können. Das müsste eigentlich gehen. Mal schauen, wie es dann aussieht von innen. Ja, genau, man kann den hier so abziehen. So, und so sieht das Gerät jetzt ohne Deckel aus. Jetzt werde ich zunächst mal das Gerät hier kippen, damit man es besser sieht. Ja, so sieht es also aus hier. Ein ziemlich großer Trafo. Hier ist der Lüfter, der da anging. Dann haben wir hier einen großen Sieb-Elko und einen großen Kühlkörper. Ja, und ich gehe mal in das Detail, was hier auf der Seite so dann drin ist. Ich habe das Gerät jetzt mal hochkant gestellt und bin jetzt hier im unteren Teil sozusagen. Hier ist also die Rückseite, hier ist die Netzbuchse, hier ist der große Trafo, hier ist der Lüfter. Und generell kann man sagen, dass das Gerät extremst stabil gebaut ist. Es sind also hier Stahlbleche drumherum, hier auch. Also da wurde sehr viel Wert auf starke Festigkeit wohl gelegt. Ich werde jetzt mal hier in die Mitte gehen. Da ist nämlich die eine Platine hier zu sehen mit dem großen Sieb-Elko. Man sieht hier auch schon anhand der Leiterbahnen, dass dort eben ja für die großen Ströme dort die Leiterbahnen so breit gestaltet worden sind. Man sieht hier auch noch ein paar Elkos. Da ist noch ein IC. Weiß allerdings nicht, kann es nicht erkennen, was es für eins ist. Hier oben rechts, da ist auch noch ein IC. Ich zoome da mal rein. Ich versuche es zumindest. Ich hoffe nicht, dass es unscharf wird. Das ist ein LM324. Vierfach-Operationsverstärker. Und anhand hier dieses Codes 9913 müsste das so ein Gerät aus von 1999 ungefähr sein. Also Jahrtausendwende irgendwie. Daran kann man es meistens erkennen. Hier sind irgendwelche Stiftleisten, ich weiß jetzt nicht, wofür die sind. Irgendwelche Transistoren, hier ist auch nochmal, ich glaube, ein LM, auch nochmal ein LM324. Und ja, dann gehe ich mal noch einen Schritt höher. Hier ist der Kühlkörper. Moment, ich stelle die Kamera mal um. Hier ist also dieser große Kühlkörper. Und hier sind eine Menge Transistoren wohl drauf. Da müsste ich vielleicht nachher nochmal reingucken, was das für welche sind. Aber auch
wiederum LM324 dort und da rechts ist auch noch ein IC. Mal gucken, was das ist. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Opa oder OP, weiß ich jetzt nicht, sehe ich jetzt leider nicht genau. Irgendwas mit OP. Also von Texas Instruments wahrscheinlich ein Operationsverstärker. Ja, so ist es erstmal aufgebaut. Hier ist nur Sicherung, wie man sieht. Und jetzt werde ich mal hier oben zu der Displayplatine zeigen. Das ist jetzt der Blick auf die Displayplatine. Man sieht hier die POTIs, diese vier Stück für Grob und Fein, Strom und Spannung. Man sieht auch noch einen Haufen Abgleichtrimmer. Die waren ja auch auf der anderen Platine auch zu sehen. Und was man hier auch sieht, sind zwei ICs, nämlich diese ICL7107. Das war in der Zeit typisch, dass man so einen AD-Wandler mit einem Decoder für eine 7-Segment-Anzeige gleich eingesetzt hat. Und zwar in dem Fall für beide Seiten natürlich, für die Strom- und Spannungsanzeige. Ich habe mir überlegt, ich werde das Gerät mal versuchen, ein bisschen weiter auseinanderzunehmen. Also ich werde mal versuchen, diesen ganzen Teil hier rauszunehmen, damit man es vielleicht nochmal besser sieht. Als erstes habe ich ein paar Fotos gemacht, und zwar hier von der Verdrahtung, damit ich nachher beim Zusammenbau wieder weiß, welche Drähte an welche Schraubklemme hier kommen, beziehungsweise Klemmleiste ist es eigentlich nur, es ist keine Schraubklemme. Man muss, also wenn man hier die rausmacht, hier diesen Pin runterdrücken, dann kann man das rausziehen, hier vom Trafo. Und durch die Fotos habe ich jetzt die Möglichkeit, dann wirklich alles auseinanderzunehmen und dann die Platinen mal so zu zeigen, wie die aussehen. Um diese ganze Platine hier aus dem Gehäuse zu kriegen, musste ich hier außen 8 Schrauben lösen. Und dann ist es so, die Platine ist hier unten an diesen Buchsenleisten eigentlich nur an die Frontplatte angesteckt. Und die Buchsen für nach vorne, die sind hier an diesen Schraubklemmen dran. Das heißt, ich habe jetzt hier die Schrauben gelöst und kann jetzt hier das ganze Teil, hoffentlich zumindest, hier einmal abziehen. Von der Frontplatte. So. Und kann es hoffentlich irgendwie rausnehmen. Ah, das klemmt hier noch irgendwo. Der Trafo klemmt hier hinten. Da muss ich noch was wegnehmen. Hier die Kabel. Müsste aber eigentlich gehen. Ah ja, jetzt kann ich das hier so hochklappen. Jetzt kann ich hier das rausnehmen. Dann habe ich hier die einzelne Platine. Ich zeige das jetzt mal, wie die jetzt aussieht. So, jetzt sieht man hier den leeren Rahmen. Hier vorne ist noch die Frontplatte drin. Die kann ich aber auch lösen. Da sind noch 3 Schrauben. Die kommt dann auch raus. Und ich habe dann hier die Baugruppe, die da drin war, hier rausgeschraubt. Also hier ist die jetzt zu sehen mit dem Kühlkörper. Also so groß ist die. Hier sind ein Haufen Transistoren drauf. Da in dem Kühlkörper weiß ich jetzt nicht genau, was da für welche Typen sind. Aber so sieht das Ganze jetzt hier erstmal aus. Und von der Rückseite sieht die Leiterplatte so aus. Also ist eine typische zweilagige Leiterplatte. Heiden Electronics, da steht es nochmal. Revision Nummer 3. Ah, ich sehe hier gerade was hier oben. Da wurde offenbar was heiß und wurde auch ausgetauscht. Also da ist richtig die Leiterplatte verschmort. Ja, also da ist richtig heiß geworden. Was ist das hier? Ein Brückengleichrichter. Da, der. Der wurde offenbar mal ausgetauscht. Warum auch immer. Was haben wir da noch für Teile? Tipp 47, zweimal. Die mit der Kühlfahne hier, die beiden. Und was ist das? Auch nochmal irgendein anderer Transistor, kann ich jetzt leider nicht erkennen. Nee, kann ich nicht erkennen, müsste man nochmal näher rangehen. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Und jetzt werde ich mal das Display hier aus dem Rahmen oben abschrauben. Die Leiterplatte für die beiden Displays, die ist hier oben angeschraubt. Also hier oben und da unten, da an diesen beiden Stellen, sodass wenn ich das jetzt, wenn ich hier die Sache abschraube, die Muttern, dann fliegt mir hier die Leiterplatte entgegen. Und dann kann ich das mal sehen, wie die aussieht. Genau,
hier Rückseite und hier sind praktisch die 7 Segmentanzeigen, Potis hier, wie man sieht. Die Potis sind hier in dem Fall direkt auf die Leiterplatte auch gelötet worden. Dort sieht man das. Das ist eigentlich eine sehr elegante Lösung. So braucht man die Potis am Gehäuse draußen irgendwie nicht festzuschrauben, sondern die sind eigentlich hier an der Leiterplatte fest montiert, fest gelötet. Hier haben wir noch ein IC. Wo ist es hier? TS272. Das hört sich nach Operationsverstärker eher an. Da ist auch noch ein Relais. Das hat vorhin auch geklickt, wenn man also den Spannungsbereich hier geändert hat. Dann hat es immer wieder geklickt. Ja, so sieht es aus. Von der Konstruktion, wie gesagt, extrem stabil. Ich habe versucht, diese Frontplatte hier, den Kunststoff da von dem Metall zu lösen. Das habe ich also bis jetzt nicht hinbekommen. Das ist so fest dran. Also ich sehe auch keine Schraube oder irgendwas. Also man kann das wirklich überhaupt nicht bewegen, sodass ich die wahrscheinlich erstmal so dran lassen werde. Ich werde jetzt mal die Anzeigeplatine hier, diese hier, und diese andere mal so einzeln zeigen, wie die dann zusammengesteckt wird im Gehäuse. Man hat ja jetzt hier diese Hauptbaugruppe und die Idee dabei ist, dass man jetzt hier diese Anzeigeplatine einfach nur hier ransteckt. Hier über diese Stiftleisten und Präzisionsbuchsenleisten steckt man das einfach hier ran. Und das ist natürlich konstruktionsmäßig sehr gut, weil man hat jetzt keinen Kabelsalat. Es können auch keine Verbindungen fehlen. Es ist sicher und vor allem auch einfach und servicefreundlich. Ich halte es jetzt nochmal so hier. Ja, also da sind jetzt die Buchsenleisten, Stiftleisten und somit ist die gesamte Sache hier sicher verbunden. Ich drehe es nochmal um, dann sieht man es vielleicht nochmal genauer. Ja, das sind also abgewinkelte Buchsenleisten und die Stiftleisten hier von der Frontplatte gehen dort rein. Hinzu kommen natürlich dann noch im Gehäuse, wie vorhin schon gesehen, die Anschlüsse der Buchsen vorne, die ja mit diesen Schraubklemmen dann verbunden werden. Also, was nochmal ab. Hier sind also diese Schraubklemmen, wo vorne die Buchsen praktisch angeschraubt werden. Und das ist auch eine sehr sichere Sache. Auch, dass man den Kühlkörper hier direkt auf die Leiterplatte geschraubt hat, ist sehr elegant gelöst, weil man dadurch auch die Transistoren direkt auf die Leiterplatte bringen kann. Man hat dort also auch keinen Kabelsalat. Es ist mechanisch sehr stabil dadurch. Und auch hier die Rückwand hier für den Lüfter wurde hier angeschraubt an die Leiterplatte, sodass man hier wirklich eine mechanisch sehr gut durchdachte Konstruktion hat. Von den Bauteilen her werden einige Standardsachen verwendet. Wie gesagt, der LM324. Hier auf hier dieses kleine IC, was hier zu sehen ist, das sehe ich jetzt gerade, ist ein L9124H bzw. IL02 oder sowas steht da drauf, also dieses kleine hier. Was das jetzt genau ist, weiß ich nicht, müsste ich nachgucken. Dann haben wir hier vorne nochmal den OP07, den hier. Also OP07, auch ein Operationsverstärker von Texas Instruments. Dann haben wir hier vorne links, ganz links den Spannungsregler 7805, den hier. Dann haben wir hier, kann ich nicht erkennen, irgendwas mit TIP 142. Ist auch ein Standard-Transistor zu der damaligen Zeit gewesen. Dann haben wir hier irgendwie MJH16010A. Dann haben wir hier noch ein, ja, weiß, sehe ich jetzt hier nicht, UES2404, keine Ahnung, was das hier ist, also hier hinter dem Elko. Hier ist auch nochmal so ein MJH, also zwei von denen. Ja, und so wurde es mit Standardbauteilen entwickelt, dieses Gerät. Auf der Anzeigenplatine sind hier Displays vom Typ MAN6460 drauf in grün. Ist sehr unüblich grün, weil man auch grün nicht so gut erkennen kann wie zum Beispiel rot. Also rot wäre eigentlich besser gewesen, aber gut, die haben hier grüne genommen. Und wie gesagt, hier sind die Anzeigen
ICs ICL 7107, das sind AD-Wandler gleich mit einer Codierung, Dekodierung hier für die 7-Segment-Anzeige und noch dieser TS 272 scheint auch ein Operationsverstärker oder so zu sein. Zur Schaltung an sich kann ich natürlich nicht so viel sagen. Auffällig ist natürlich erstmal hier der große Siebelke und auch der große Brückengleichrichter hier auf der rechten Seite. Das sind 25 Ampere Brückengleichrichter. Die anderen Gleichrichter hier, die hier drauf sind, hier und hier oben, die sind sicherlich dafür da, um für andere Spannungen, die da notwendig sind, eben diese zur Verfügung zu stellen. Es sind ja dort auch noch andere Regler drauf, also Spannungsregler. Und die Regelung an sich hier für dieses Netzteil geschieht sicherlich hier über diese LM324. Ja, das Video sollte mal kurz so einen Einblick geben in einen Aufbau eines Netzteils, welches qualitativ sehr hochwertig ist. Also ich denke mal, zu der damaligen Zeit hat es sicherlich einige tausend Euro gekostet. Und also im Gegensatz, wenn man jetzt so irgendwelche chinesischen Hersteller sieht, dann sieht man doch, hier ist wirklich sehr viel Qualität dahinter und auch sehr viel Gehirnschmalz. Ja, das war's mal wieder und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Spaß und tschüss.